So, herzlich willkommen zu einem ziemlich langen Story-Abschnitt. Wir haben es jetzt hier mit Team Galaktik zu tun. Na, was sagst du zu unseren Antennen? Sind sie nicht majestätisch anzusehen? Ich habe keine Ahnung, wozu sie gut sind, aber das macht sie nicht wirklich weniger beeindruckend. Ja, lass sie mal eine an. Wen haben wir denn da? Ich meine, du erinnerst dich nicht an mich, aber ich erinnere mich sehr gut an dich. Deinetwegen haben sie mir nicht nur mein Pipi weggenommen. Das klingt irgendwie falsch. Mein Partner hat außerdem aus Frust die Rüpelmütze an den Nagel gehängt und ist in seine Heimat zurückgegangen. Jetzt willst du allen Ernstes von mir was über einen Lagerschlüssel wissen? Ugh. Ich weiß nichts von einem Lagerschlüssel. Lässt ihn aber liegen. Dankeschön. Ja, es ist mal wieder infantile Dummheit. Nennt euch doch gleich Team Dilettantisch. Es passt viel besser zu euch. So. Und logischerweise müssen wir jetzt über das Lager in den Hauptkomplex einbrechen. Ich meine, wir sehen ja auch so aus. Uns könnten wir es ja zutrauen. Ja, wirkt nicht mehr. Gut, wir brauchen jetzt auch für diese zwei Parts nicht. Du. Ist mir auch egal. So. Ist verschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der danach sagt. So, jetzt hier. Hast du gerade nicht gesehen, wie ich hier die Tür geöffnet habe? Oh Mann, du bist so blöd. So, Finsterstein, damit kann man, glaube ich, einen Zwirklob zum Zwirrfinst entwickeln. Und jetzt sind wir hier unten. In dieser unheimlich aussehenden Lagerhalle. Ja, da brauchst du wieder einen speziellen Schlüssel für. Den wir sicherlich wieder irgendwo finden, aber jetzt erstmal Pokémon tauschen, weil wir wissen ja, was diese Galaktik-Spinner immer wieder einsetzen. Wobei eigentlich nicht Garados, wir brauchen jemand anderen. Nur da sind halt die Attacken nicht sonderlich effektiv. Ach, was soll's. Machen wir es einfach mal so. Viel schief kann da ja auch nicht gehen. Die sind nicht sonderlich stark, weil die einfach nichts dazulernen. Das ist eine Sache, die zieht sich wirklich von Pokémon-Spiel zu Pokémon-Spiel durch. Sicherlich wieder Charmian oder Zubat. Ne, Golbat, oh mein Gott, ich bin erstaunt. Das ist ja ein Fortschritt. Progress. Puh. Ich habe Angst vor meinem eigenen Schatten. Nee, nicht wirklich. So. Spukball regelt, würde ich sagen. Ich spiele übrigens langsam mit dem Gedanken, dass wir Flammenwurf per TM beibringen, weil das könnte noch etwas länger dauern, bis das Ding ist. Weil ich meine, wer soll es sonst erlernen? Das ist ja immer wieder diese berühmt-berüchtigte Gegenfrage, die man sich stellt. So, jetzt wird man wieder mal schwer verletzt. Oh, das ist ja alles so furchtbar. Hilfe! Ich bin überhaupt nicht beeindruckt von irgendwas. Oder ich lasse mich nicht beeindrucken. Und wenn ich mich beeindrucken lassen würde, dann hätte ich ein echtes Problem. So. Machen wir jetzt zwei Handlungen. Erstmal heilen wir hier das Ding. Das war nicht gut, Robin, kannst du besser. Und Flammenwurf. Habt ihr eigentlich auch schon mal so was ähnliches Unlogisches gesehen? Warum kann Garados Flammenwurf erlernen? Ohne Scheiß. Könnte mich wieder tierisch aufregen. Ja, komm. So, was vergessen wir da jetzt? Ich glaube, das wird gescheiter sein, wenn wir Feuerwirbel in den Mülleimer schmeißen. Ist einfach die stärkere Attacke. Oder die sie schon mal eingesetzt haben, wissen Bescheid. So. Die sind übrigens sehr gut platziert, so kann man den Leuten nicht ausweichen. Also gut, wieder die alte Leier. Komm, one-hitte das Ding doch einfach mal. Wie schwer kann es bitte schön sein, aber es ist anscheinend schwer. Mensch, trifft's happily.
Wer lässt eigentlich draußen im Flur ständig das Licht an? Das würde mich auch mal interessieren. Welcher Banause wagt es? Ihr fiesen Säcke! Ach, jetzt soll Sam also auch Spukball lernen. Ja, warum nicht? Ist mir ehrlich gesagt lieber. So, dafür können wir dich recht schnell erledigen. Was wollen die jetzt eigentlich immer noch nach dem 7. Orden mit Standardformen? Wieso keine Entwicklungen? Es ist unmöglich. Meine Golbat ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich erwarte mir X-Bat. So. Auf der anderen Seite geht es dafür schneller. So, jetzt trinken wir tatsächlich in diesen Hauptkomplex mal ein. Ja, allerdings stehe ich der Anordnung so unten. Okay, keine Ahnung, was du jetzt damit meinst. Erzähl doch nicht immer so einen Scheiß. So, jetzt kommt zur Abwechslung mal eine weibliche Person dran von diesem Team, die sich seltsam bückt. Und Anzüge hat, die aus Star Wars stammen könnten. So, jetzt haben wir wieder das übliche Problem. Charmian, meine Fresse, ey. Ihr kommt mir hier mit dem Charmian. So. Setzen wir doch einfach mal Fliegen ein. Das gibt wenigstens Step. Ich sag, also scheinbar tun Geist-Pokémon nicht so gut zu harmonieren mit irgendwelchen Unlichtattacken. So, das war mal wieder nicht der Rede wert. Aber es gibt Level 48 für unser Mate. Rückenwind. So, was haben wir denn hier? Okay, es bringt alles nichts. Weg damit. Und wir haben der Dinge von der Dime Galaktik besiegt. So. Und jetzt gibt's Teleporter, weil, wie gesagt, die muss man auch irgendwie verwerten. Was wäre ein Pokémon-Spiel ohne irgendwelche Teleporter, ganz ehrlich. Ich meine, die gab's nur in der ersten Generation, glaube ich, noch nicht. Da hatten wir aber schon diese Schiebepfeile. Ich wundere es, dass die Dinger nie im Anime implementiert worden sind, weil ich hätte es mir witzig vorgestellt. Und ich finde, das sollte man mal ins echte Leben umsetzen. So, jetzt kriegen wir hier Riolu. Ich glaube, die Vorentwicklung haben wir noch gar nicht gesehen. Ich glaube, die sieht man auch nur, wenn man dieses Ei ausbrütet. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, so sieht die Vorentwicklung aus. Wir werden das Ding jetzt übrigens so lange in unserem Team behalten, bis wir hier wieder rauskommen. So, Riolu. An sich eigentlich eine coole Sache, aber ich habe schon so oft Lucario trainiert, Leute. Wir können uns gerne in der 6. Generation wieder drüber unterhalten, aber in diesem Spiel hier nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Ich meine, vorher hat man einen Typ mit einem Pudox. Jetzt wieder immer zwei Schritte zurückgehen, ich verstehe es nicht. So, Riolu geht bis Level 10. Das finde ich auch sehr, sehr witzig. Vielleicht können wir es innerhalb dieses Raums tatsächlich noch zu Lucario entwickeln, wer weiß. Ich fände es witzig. Ich würde mich zu Tode lachen, haha. So. So komisch finde ich das.
Ich hoffe doch sehr, dass wir im nächsten Part dann enorme Fortschritte in diesem Gebäude machen. Vielleicht, dass wir komplett durchkommen. Da wir haben jetzt hier noch 5 Minuten in dem Part. So, für Riolu geht es bis Level 15. Das ist natürlich auch toll. Konter. Es ist mir eigentlich scheißegal, was das Ding hat. Ich bin leider Gottes gezwungen, es ein bisschen zu leveln. Aber gut, dadurch werden unsere Pokémon nicht so overpowered. Das ist eigentlich so meine generelle Handlungsempfehlung, um vielleicht gegen das Overleveling was zu tun. Holt euch relativ früh im Spiel 6 Pokémon und schmeißt halt dann die Pokémon raus, die ihr dann nicht mehr braucht, wenn ihr euch neues Teammitglied fangt. Also das ist nur so mein Nebenbei. Na gut, jetzt wächst Riolu nicht mehr so schnell. Kraftschub, meine Güte, das braucht doch keine Sau. Ich wundere mich immer wieder, wer braucht sowas? Wer braucht denn sowas? Das ist doch unmöglich. So, jetzt haben wir hier wieder die Auswahl zwischen Pest und Cholera, ne, zwischen Teleporter und Nicht-Teleporter. Und hier haben wir sich eine andere Trainerkategorie. Mal zur Abwechslung, da man will ja nicht immer gegen solche Vollluschen kämpfen wie von Team Galactic. Ah, schön, dass du den Kadabra einsetzt, das passt mir mal wieder sehr. Das ging jetzt wieder 2 Level hoch. Level 43 für Erik und Level 19 für Riolu. Ja, wie gesagt, vielleicht reicht es ja mit der Entwicklung. Wobei, das entwickelt sich ja nur per Freundschaft, also das kann man, denke ich, dann mal vergessen. Das ist ja nicht sonderlich lang bei uns. Also ich finde auch Entwicklung per Freundschaft übrigens ein furchtbares Konzept, aber das ist so nebenbei. Hier kriegt man eine Matschbombe. Und hier den G-Schlüssel. Ja, das ist überhaupt nicht zweideutig. Damit kann man übrigens auch was meine ich beim Haupteingang machen. Und du willst gar nichts. So, mal schon 13 Minuten, das heißt, wir können ja noch ein bisschen herumlaufen. Ich würde sagen, ich höre das auf 15 Minuten, damit wir hier noch irgendwie was Gescheites machen. Aber ich glaube, dann hätten wir den ersten Abschnitt schon so gut wie fertig. Wie gesagt, ich glaube, das größte Problem ist hier für Orientierung. Die Orientierung geht meistens dann doch ein bisschen flöten. Wobei, das wird hier unser letzter Trainerkampf sein. Weil am schlimmsten war es ja immer noch in der Silph-Co. in der ersten Generation, auch wenn... Ja, das fand ich so witzig. Also, ich weiß noch ganz genau, wie ich in Feuerrot und Blattgrün da echt nicht vorankam. Aber mir dann von meinem... vom Bruder vom Erik geholfen habe. Danke nochmal, solltet ihr zuschauen? Ich glaube es eher nicht. Warum sollte er zuschauen? Adios amigos, sage ich dann nur. Und das sage ich euch auch jetzt zu euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haltet die Unstaff und denkt daran, Freundschaft ist Magie.